Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Insurgents. Richtig. Letztes Mal haben wir Mega Lucario getroffen. Recht netter Kerl, beziehungsweise recht nette Lady. Und ja, jetzt gehen wir weiter auf Route 2. Beziehungsweise können jetzt hier lang. Hallo, Moment. Ja. Ich glaube, wir gehen mal zurück. So viel Zeit muss sein, Leute, weil mit so einem verkrüppelten Team, beziehungsweise einem Pokémon, ist es nicht leicht, Kirchen essen. Immerhin haben wir jetzt eine coole Silverwind-Attacke. Können wir jemanden beibringen. Nicht, dass das jemand erlernen kann, doch ich glaube, Delta Trade kann das erlernen. Lass mal Koralla vorne. Ist einfach aus dem Grund, Training schadet nicht. Wenn wir sie irgendwann mal wegtauschen, haben wir dann ein gutes trainiertes Pokémon. Jo, lasst mich vorbei, Leute. Zeit ist Geld und Geld haben wir bekanntlich alle nicht. Für die, die es interessiert, die streamen auch manchmal. Also demnächst auch so Mario Kart und sowas. Also wer dabei sein will. Boah, da war ein echt schlechter Witz, aber den kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Was ist denn nicht mehr witzig? Ja, da haben wir doch direkt mal jemand getroffen, der gegen Koralla echt keinen Bock hat. Und natürlich hat das Ding Sturdy. Was auch sonst. Und natürlich denkt das Ding, das müsste Härtner einsetzen, obwohl es eh schon tot ist. Egal, Koralla Level 19, nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Riolu. Was haben wir gegen Riolu? Ja, egal, Wasserattacken. Wir haben leider kein Feuer-Pokémon. Forstpalm, aua. Natürlich. Richtig legitim, dass wir schon wieder Schaden gekriegt haben. Boah, wir waren trotz Paralyse schneller? Das ist noch ein Rock'n'Roller. Ich glaube, du rollst nicht mehr lange. Rockblast. Aua. Und jetzt bin ich paralysiert. Ja, warum auch nicht. Rockblast. 1, 2. Ja, dieses Rock'n'Roller hat hoffentlich kein Sturdy. Natürlich hat es Sturdy. Jetzt muss ich einen Trank benutzen, weil ich eigentlich keinen Bock habe, dass der stirbt. Habe auch noch 8 Potions. So gut wie wir alles erforschen. Ich glaube, hier haben wir echt schon, muss ich sagen, 100%. Also gehe ich mal von aus. Zweimal Härtner, sein Ernst. So ein Spaß. Solche Trainer verdienen gar keine Pokémon. Dum, 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 dum. Weiter geht's. Natürlich nehmen wir auch diese. Wir nehmen jeden Kampf mit. Denn Erfahrung ist Erfahrung. Wir haben zum Beispiel ein Pichu. Was nicht so die schlaue Idee ist, mit einem Wasser-Pokémon drinnen zu bleiben, aber hey. Wir machen auch genug Damage mit einem Crit. Koralla ballert die alle weg. Merrill. Ja, da soll ich auch Koralla draußen lassen. Auch ein Level 7 Dingens hat nicht so die Chancen gegen Level 17 Merrill. Oh, Bubblestrahl. Bubblebean gegen Bubblebean. Wieso kriegt die direkt den Speed Drop und ich habe noch nie den Speed Drop bekommen? Erstmal recovern. Natürlich. Jetzt recovern. Natürlich. Jetzt eine Potion. Ich denke nicht, dass das überhaupt eine Fee-Attacke kann, deswegen könnte ich auch eigentlich unseren guten Chesco einsetzen. Aber hey Leute, warum denn nicht? Oh, Rollout ist natürlich jetzt schon wieder kacke. Refresh könnte unser komplettes Team, Dingens, Rollout könnte unser komplettes Team zerstören. Vor allem, wenn ich nicht schnell genug bin. Eich.
erstmal ein Pokémon einsetzen, was sowieso mal wieder des Todes ist. Los, Terror, lass dich von Rollout zerrollen. Ich habe zu lange gewartet. Ich kassiere jetzt. Ich kassiere hart. Ich hoffe einfach mal, das geht langsam daneben. Ach was. Wie schnell ist denn Delta Trade bitte? Oh, Rollout hat aufgehört. Wann das denn passiert? Erstmal Accuracy zerstört. Pericutter. Bubble Beam. Pericutter. Und tot. Ancient Power auf Level 20? Okay, YOLO. Diese Kombination ist eigentlich schon recht krass. Ja, gut. Refresh brauche ich aber nicht unbedingt. Ja, Delta Trade schon Level 11. Und Iglepuff. Dim 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 dim. Baby-Pokémon Ahoi. Oh, wir haben Biss erlernt. Cool. Cool ist nicht effektiv. Aber geflincht. Opfer. Vice-Grip. Mal gucken. Vielleicht können wir den mit irgendwas was abziehen. Ja. Na toll. Copycat. Oh, das ist gefailt. Wie kannst du dich denn in die verlieben, Alter? Guck mal, das ist ein kleiner, runder, pinker Speckball. Und du bist ein Insekt. Wieso findest du die so geil? Zeig ihr dir deine Liebe, indem du sie angreifst, ja? Macht er nicht. Macht er nicht. Hat er keinen Bock drauf. Doch, hat er jetzt Bock drauf. Eine gute Delta Trade. Sweet Kiss, jetzt bin ich auch noch verwirrt. Also das lässt du dir jetzt nicht gefallen, ja? Du greifst jetzt an. Natürlich nicht. Verwirrt und verliebt. Die Liebe kann so verwirrend sein. Da haut er sich erstmal selber ins Gesicht. Ja, das nützt dir nix, Iglipuff. Mich wenigstens nicht mal verwirrt. Aber immer noch starr vor Liebe. Die Liebe zu diesem Iglipuff. Wow, die muss ja unglaublich sein, Alter. What the fuck? Kannst du jetzt mal bitte aufhören, dieses Iglipuff zu lieben? Und kannst du mal bitte aufhören, die selber zu zerstören? Ich wollte eigentlich, dass du die Erfahrung bekommst. Das ist jetzt deine letzte Chance. Wenn du dich jetzt selber tötest, Pech. Greif an. Greif an. Greif doch an. Delta Trade, ne? Siebte, achte Runde. Hintereinander. Wo ich nichts machen konnte. Nichts. Bam, immer noch nicht. Achte Runde. Und jetzt hau ich mich selber. Nicht wahr? Richtig. Delta Trade hat den Tod verdient. Wird langsam Zeit, dass ich das wegtausche. Jetzt kann Thunderbolt sich den die Defensive hier die Erfahrung holen. Mit einem Thundershock. Weil wir 17er Pokémon besiegt, ne? Thunderbolt läuft bei dir. Low Kick, ja geil. 9. 10. Ja, so wie ich das doch sehen. Professor August. August. Weiter geht's. Cyanhöhle. Sie ist der Cyan. Ja, wird vielleicht Zeit, unseren guten Freund mal wieder zu heilen. Es läuft. Nein, ich wollte nicht zwei Tränke einsetzen, egal. Nächster bitte, du da. Diese Höhle ist dunkel und kalt. Bekämpf mich, damit ich mich aufwärmen kann. Ja, okay. Es gibt auch noch andere Wege, dich aufzuwärmen. Dum 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 dum. Ich hätte gerne Chesco eingesetzt, mal wieder.
Gegen Pikachu habe ich nicht so Bock zu kassieren. Play nice, okay, setz halt meine Attacke runter. Ich habe das Gefühl, die Gegner hier sind mehr darauf, mich zu verkrüppeln, anstatt anzugreifen. Das Spiel wäre viel schwerer, wenn die mehr angreifen würden. Aber ich akzeptiere das. Und 24 für Cesco. Kecleon. Gegen Kecleon kann ich jeden einsetzen. Deswegen lasse ich Cesco. Da kann ich nämlich eine schöne Kombination machen. Ich sorge dafür, dass er sich in Drachen verwandelt und dann greife ich ihn einfach mit einer Drachenattacke an. Opfer. Und da kam gerade ein riesengroßer Laster vorbeigefahren. Faint Attack ist natürlich ein bisschen kacke, dass das jetzt so viel abgezogen hat. Hätte ich vielleicht doch mir ein anderes Pokémon aussuchen sollen. Daran habe ich nämlich wieder nicht gedacht. Gumi, auch ein Drachen-Pokémon. Protect. Ja, dann... mir doch egal. Kriegst du jetzt den Twister ins Gesicht geballert. Boah, das war knapp. Absorber dürfte mir kaum was abziehen. Ja, ein HP, ey. Und Scratch. Und Boing. Und Dududududu. Na, man ist jetzt aufgewärmt. Ziel erfüllt. Nächster. Was willst du? Hey, wir haben schon mal in Thunder City gesehen. Blablabla. Ja, dann zeige ich dir mal, was die Wahrheit ist. Und zwar hier hast du einen Bubble Beam. Karate Chop. Oh. Ich erinnere mich, da war ja was. Kometenpunch. Das war dumm. Hättest du mal deinen Karate-Chop weiter eingesetzt mit deinem Punch-Arm. Was ist denn ein Tro? Ach, das ist ein Tro. Ja, das machen wir mal einer erstmal klar. Das hat wehgetan, Tod. Hätte ich mit rechnen können. Warum lasse ich gegen Kampf-Pokémon... ein Pokémon draußen, was anfällig gegen Kampfattacken ist. Ich bin noch nicht einmal gestorben in dem Spiel, ne? Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo das passiert. Weil wenn ich schon sehe, dass er gepumpt wird, ne? Und ich ihm kaum was abziehe, okay, und er schon wieder nur die ganze Zeit Fokusenergie einsetzt, von mir aus kann er das tun. Ich akzeptiere diese Entscheidung voll und ganz. Ich glaube, sobald so ein Delta-Pokémon draußen ist, sind die Gegner hart verwirrt. Dann ja einfach keinen Bock mehr zu kämpfen. Kann ich verstehen. Dieses Glutexo sieht auch nicht gerade annehmlich aus. Oh, einfach verschwunden. Potion. Ich wollte eigentlich nicht noch mal eine Potion. Jetzt habe ich noch zwei. Also es wird weniger. Muss man dazu sagen. Erheblich weniger. Egal, Cesco ist wieder vorne. Mit dabei. Nächster Trainer. Und der will mir irgendwas erzählen, ich wäre unhöflich. Ich bin nicht unhöflich. Ich zeig dir mal, wie man dich in unhöflichen Grund und Boden rammelt. Mit einem Shadow Sneak. Das war ein kritischer Shadow Sneak. Das ist natürlich die Illusion. Ach, gut zu wissen, dass das ein Zoroa war. Ja, das hat mich jetzt verwirrt. Ist das vielleicht ein richtiger Grimer? Wir werden es gleich wissen. Grimer flincht. Schade, Grimer, schade. Mudslap. Und Scratch. Dein Ernst? Enttäuschend. Sehr enttäuschend, Cesco. Also, nee. Also so können, werden wir uns nicht an hier. Jetzt hat das Scratch dasselbe. Das ist natürlich jetzt auch nicht mein Problem. Ein bisschen dumm, ne? Aber er konnte ja nicht ahnen, dass ich die ganze Zeit nur Scratch einsetze. Cubone, jetzt hätte ich gerne mein Wasser-Pokémon wieder zurück. Shadow Sneak. Ja, zieht aber genug ab, muss man dazu sagen.
Und so wie es aussieht, hat er eh keinen Bock, mich anzugreifen. Ich könnte jetzt auch langsam mal ein Pokémon Center vertragen. Bei mir gehen meine Ressourcen aus. Das erste wilde Pokémon in dieser Höhle und es ist... Oh geil. Zombiris. Hat natürlich was. Wie wir wissen, hat Zombiris nur die Schwäche der Fee. Vorher ein Pokémon, was ultra geil war. Wismar. Wismar möchte ich nicht. Haben wir einen Reborn schon gehabt? Magnetilo? Hab schon Elektro-Pokémon. Weiter geht's. Ein Zombiris. Vielleicht. Ist auf meiner Vielleicht-Liste. Ich hätte ja mal gern Shiny-Pokémon. Na toll, der spezialisiert sich natürlich auf Steintypen. Und Corazon ist immer noch tot. Kommt dann mit einem Tyrant. Ich komme einfach mit einem Shadow Sneak. Das ist nicht ein Drachen-Pokémon, ich Trottel. Das ist einfach nur so Boden. Nee, ist schon zum Teil ein Drachen-Pokémon. Sieht ja auch ein bisschen aus wie ein Dino. Und ein Kabuto. Wie es aussieht, richtig kaputt. Einfach zerstört. Einfach fröhlich weiter durch die Höhle marschieren. So, ich muss schon unten rum. Oh, nix. Jetzt nicht so das Besondere vom Ei. Da liegt ein Magnet, cool. Ich bin so reich, eines Tages werde ich mein eigenes Königreich haben. Er spezialisiert sich auf Eistypen. Nun habe ich ein Problem, meine Freunde. Okay, das ist kein Eistyp. Kann mir mal einer sagen, was diese Typen da labern? Labern die überhaupt irgendwas Sinnvolles? Oder tun die einfach nur so, als wären die was und dann, machen die das Gegenteil. Dum, 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 dum. Und 26. Der hat die ganzen Evolutions, ne? Das ist ja schon wieder böse. Warum hab ich die denn nicht? Und wieso habe ich noch kein Evoli? Stimmt, gibt es irgendwo einen Trainer, der sein Evoli loswerden will. Bis Aua. Wow. Also, übertreibt man nicht, ja, mit Biss. Und dann triff auch halt nicht mit... Nase, Tascha, du warst wieder eine Enttäuschung für die ganze Familie. Wir werden gegen diesen Trainer verlieren, Leute. Ich hätte selber nicht geglaubt, aber... Es sei denn, wir haben einen Beleber. Guck mal schnell nach. Weg. Und wir haben... einen Rare Candy. Kann ich den vielleicht... Nö, kann ich nicht. Schade. Vielleicht ja an einem anderen Ball. Nein. Kann ich vielleicht Mew rufen, bevor ich sterbe? Nein. Ist das vielleicht hier drinne? Nein. Sind wir vielleicht im Arsch? Ja. Weil ein Level 10 Pokémon wird jetzt nicht so, wenn man eine Attacke aushalten. Das ist unser erster Tod, Leute, unser erster Tod. Und das beendet auch unsere Folge.
Wow, es gab nicht mal Musik. So umgefallen sind wir einfach. Wir haben nur $300 verloren. Das ist jetzt nicht allzu viel. Wir haben noch 17.000. Das ist akzeptabel. Ja. Sonst habe ich dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Außer ich hoffe, er hatte Spaß. Wir kommen zu dem Rich Boy zurück und dann verprügeln wir den, weil unser Corazon wieder lebt. Weil das verdient er einfach. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.